Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Deponia. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich hatte auch schon ein, zwei Aufnahmen, aber die sind voll schief gegangen jetzt. Habe ich, glaube ich, die Idee, ich rede einfach nochmal mit Babygoal. Versuchen wir es einfach mal. Mehr als dass sie uns. Oh, wie ich das hasse. Ist es? Wie schön! Janosch, Janosch, wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Okay. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel. Ich dachte, wir retten die Welt von Elysium aus. Nein, man kann die Welt nicht vom Schreibtisch aus retten. Ich dachte auch mehr in einen Liegestuhl. Denn gar nichts über Widerstandskämpfe? Man muss erst viele kleine Funken sprühen, um ein Feuer zu entfachen. Nein. Das geht schneller. Echt mal, Rufus. Und ich habe dich für einen Aktivisten gehalten. Wie Janosch. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich Freizeitaktivitäten. Okay. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Schicksal. Ich dachte, wir retten. Nein. Ich dachte auch. Weißt du denn, man muss erst. Nein. Echt mal. Und ich hab dich wie Jan. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich. Was kann ich. Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Moment. Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte. Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Okay, warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Reden wir mal mit ihm. Vielleicht haben wir jetzt eine neue Option. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Okay, machen wir einfach weiter. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Riesig. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, danke. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so geht. Oh, ich will da nicht rein. Ob das so eine gute Idee ist? Igge. Verschlossen. Igge, du hast einen Schlüssel, du Horst. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Oh, da krieg ich ja selbst drücken, schau. Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Oh nein! Oh mein Gott! Das war gruselig. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen jetzt zum Marktplatz. Zum Apotheker.
und gebe ihm das Klopapier. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Okay. So, jetzt habe ich die Gurke. Ich glaube, jetzt muss ich zum Dingsbums. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Unzerstörbare Brille. Wir zerstören die jetzt mal. Au! So, jetzt packen wir die Brille. Sie ist ja unzerstörbar, jetzt müsste ja der Schredderer ja eigentlich... Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Okay. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende? Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Okay. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt. Wie jubeln wir jetzt dem Putzi? Herzlich, es wiegt. Ich bin da. Okay, machen wir das hin.